Ja, ist auch schwierig, ne? Das heißt, wir müssen vorsichtiger sein. Der Boss erscheint häufiger. Ich glaube, das war das Extra, was kam. Dabei kennen wir den Boss nicht mal. Das, ja, das wäre toll. Ja, Resident Evil, Vibes. Ja, oder? Oh Gott, Ja. gleich kommt Nemesis aus der Ecke. Oh, bitte nicht. Dann hörst du nur bam, bam, bam und er kommt angesprintet. Freigabe von dunkler Energie, die am Bahnhof auftrat. Traf das Stationspersonal? Oh, was ist denn das? Das ist sogar mit Kanalisation, Stolpen und Tunneln. Und Ritualen. Das gefällt mir nicht. Warum sind wir nicht beim Herrenhaus geblieben oder zurück in die Willst Anstalt? lieber zur Spinne? Du? Was ist denn das? Seit wann hast du? Ich dachte, du hast Spinnen. Ja, aber das gefällt mir so bedingt. Ja, mir auch nicht Mein Gott. so. Also entweder können wir den Wasserfluss herstellen oder Passwörter für den Computer und eine Softwareplatten installieren. Mal sehen. Sag mal, war ich schon immer so langsam? Der Abgrund oder der jetzt bis normal gehen? Schwerer Streik oder Abgrund? Ich bin eigentlich für Streiken, also generell, Ja, weißt das dachte ich mir auch wegen du? Rebellion. Die Rebellion. Ah, die kann man wegmachen, Gott sei Dank. Ich dachte gerade, mit Tab kannst du die Aufgaben Ach wegmachen, ja, ne? stimmt. Das war gerade so hässlich. Oh, hallo? Was war das Die denn? 8. Avenue. Was war's denn? Oh, Lennart, du kannst hier runterspringen und fliegen. Geh mal hier rauf und dann geh runter, so ganz normal. Aber in der Ecke, dann fliegst du. Du musst nur zur Ecke gehen. Huh, lol. Geh mal ganz langsam. Huh, was ist Ja! das denn, Alter? Was Das ist ist ja. das? Das sind andere Physics. Und das hier auch? Oh, das geht ja voll schnell. Oh mein Gott. Ey, das Rollding geht gar nicht. Oh, wusch. Ganz genau. Dafür rollt was an. Egal, Ich, das. also das war jetzt echt schlecht. Außerdem glaube ich, die Entwickler haben Spaß draus gemacht. Guck mal, du fliegst da unten runter, Weil. landest du hier und dann kommt da wusch, Ja, das dachte ich mir gerade auch weißt du? wegen Wie dem Wusch. schlecht. Nein. Grunge-Werbung. Was ist Grunge? Art. Money saving. Oh. Darf ich die beiden Geldscheine da drin haben, bitte? Das ist mehr als ich besitze. Ah, eine Mülltonne. Hier geht's auch nicht, ne? Hier steckt keine Karte mehr drin. Oh, was ist. Nein, das ist Was Erlen. Ich bin wieder zur ist das Rolltreppe. denn? Ich bin tot. Ich bin Oh, bist du down. tot? Oh, bist du tot? Wo warst du? Pass auf, der kommt wieder. Der ist da. Das ist ein Mitarbeiter. Das ist Personaltyp, Mann. Hör auf mir zu stehen. Ich krabbel zu dir, Lennart. Leuchte den bloß nicht an. Der steht da. Verdammt, Alter. Warum? Wir sind gerade erst hier reingekommen. Was ist das denn? Wir hätten nicht schwierig Anna. nehmen dürfen. Was ist das denn für eine Ah, ich Schlechtigkeit, weiß nicht, Alter? was du meinst. Ich habe jetzt schon Immer. Angst. Immerhin machst du die guten Erfahrungen zuerst. Ah, schön! Danke! Wie so ein Testobjekt oder so. Ich bin natürlich eine unterstützende Hilfskraft für dich, Alter. Mein Gott, wieso hat der Tentakel als Mund? Das ist der Oh mein Typ. Gott, er verfolgt mich immer noch! Ich hab die Idee, ich nutze das Wusch. Nutz das Oh mein Wusch, Gott, habe ich ich hab. auch gemacht. Ich renn Oh rein. mein Gott. Da ist eine Ratte. Hat das Wusch geklappt? Kommt der hinterher? Ja, ich bin mir unsicher. Ich weiß das nicht. Wie gehen. Was ist das? Guck mal, Lennart, Geld. Glaube ich, Oh, was nee. hast du hier? Oh, Oh, shit. Oh, das das sind war doch die nicht Va gut. das sind doch Oh. die Vasen. Oh, hier ist ein Brief. Ja. Heute sind wir bei Bergau. Was? Bergarbeiten? Ne, Bergbauarbeiten auf eine Höhle gestoßen. Im Inneren fand ein Team von Arbeitern viele in Stein gemeißelten architektonischen Elemente. Sie scheinen sehr alt zu sein. Ich habe das noch nie zuvor gesehen. Von all dem gibt es ein gewisses Übel. Es macht mir Gänsehaut. Bisher wurden die Arbeiten gestoppt und der Zentrale den Fund gemeldet. Der kommt wieder. Wie komme ich hier raus? Hä? Was war das? Und Dinge, die wohin? Hat die Wand ausgestreckt nach uns? Ich weiß nicht, ob der Typ hinterher kommt. Ich weiß nicht, wohin. Ich habe Angst. Hier ist eine Tür. Das ist ja heftiger als die anderen beiden Maps. Von der anderen Seite blockiert. Das ist Och, cool. nö. Oh, eine Kiste zum Verstecken. Wo? Hehehe. Warte, warte. Weißt du noch, Lennart? Tschüss. Ah. Aber. Nein! Oh Gott, nee! Ich will das nicht! Nein, Anna, wieso? Oh. Nein, ich renne weiter rein, oh mein Warte, Gott. warte, ich lenke ihn ab. Ich werf einen Teller. Ich hab ihn abgelenkt, aber ich bin. Ich hab einen Teller geworfen. Vielleicht hast du Glück.
Ich habe Geld gefunden. Nein, es sind zwei! Nein, Lennart, es sind mehr. Ich glaube, ich habe gerade einen Kopf gesehen. Es sind drei! Drei! Anna, oh mein Gott! Oh mein Gott, was soll das denn? Anna! Lennart! Scheiße, das Nemesis mit vielen Tentakeln. Oh mein Gott. Wie weit bist du denn gelaufen? Ja, bis zum Ende der Gleise. Wie soll ich die denn jetzt? Ja, ich versuche zu krabbeln. Aber komm auf keinen Fall zu mir. Wieso? Weil hier noch meine zwei Peiniker sind. Ich weiß nicht, wo das große Viech abgeblieben ist, das kurz da war. Oder krabbelt ob das nur Hallo war. Kann das sein? Nee. Das ist ein großer und der hat ganz viele Tentakel auf dem Rücken. Ich habe was springen sehen eben, deswegen. Oh mein Gott, Alter, er hat mich so erschrocken. Er ist in mein Gesicht gesprungen. Okay, ich bin for a safe. Okay, ich komme. Hier auf der Seite sind auf jeden Fall zwei. Das ist schlecht. Was ist denn hier los? Sieht ja gruselig aus hier. Ja. Was tun wir denn? Ich weiß es so bedingt. Oh, man sieht die Ratten ja auch, ne? Die sehen auch so widerlich aus. Ja. Oh, ich hab ein... Ich hab den Höhlenschlüssel. Oh, hier ist noch ein Zettel. Ja. Mitchell, ich hinterlasse Ihnen Anweisungen zum Schreiben des Entschlüsselungsschlüssels auf die Festplatte. Oh, das ist fürs Hacken, Lennart. Zuerst müssen Sie das Netzwerkkabel durchgehen und sicherstellen, dass alle Sender eingeschaltet sind. Sie werden manchmal ausgeschaltet, also überprüfen Sie unbedingt Ihren Zustand, damit der Server funktionieren kann. Nachdem sich der Server im oberen Labor... Es gibt nach oben? Mit der Dateiwolke verbunden hat, geben Sie den PIN-Code auf dem Terminal ein. Der Code muss irgendwo in der Nähe angebracht sein. Nein, Sie, was? Das hier. Oh mein Gott, Alter. Ah, ich bin auch tot. Ey, der kam so aus dem Nichts, Alter. Einfach um die Ecke. Warum lese noch mal Licht und sehe dieses Gesicht da stehen? Ja. Wie lange war das jetzt? 5 Minuten? Wie furchtbar. Nein. Da war eine gute... Ja, vergessen wir das. Aber ich habe einen Schatz gefunden. Ich habe 105 Dollar eingenommen. Frechheit, ich habe auch einen Schatz gefunden. Ich habe 5 bekommen. Ah! Nur 5! Du wurdest abgezockt. Ich bin abgezockt. Ach, die Monster sind schneller bei schwierig auch noch. Sollen wir wieder doppelmal nehmen? Ja, da weiß ich ja nicht. Ach, wir machen schwierig, ja. Komm. Ja, wir kennen uns ja noch nicht aus. Wenn wir uns auskennen, könnte es vielleicht besser... Funktion. Ja, wir müssen jetzt mal gucken und nicht direkt sterben am Anfang, wenn wir reingehen. Ja. Also sie sind schneller, das heißt, wir müssen eher auf Verstecken gehen. Vorher brauchten wir das Verstecken ja nicht so dringend. Hm. So überspringen brauchen wir ja nicht. Es ist so eine schöne Stadt, Alter. Warum gehen wir nach unten? Warum, Anna? Ich weiß nicht, ich fühle mich unten irgendwie sicherer als oben. Die Häuser sehen sehr seelenlos aus. Da unten ist die Hölle. Ja, oben doch auch, bei dem ganzen Verkehr. Ja, aber... Das ist draußen. Ja, das ist wahr. Wusch. Wusch. Das ist das Beste einfach. Lass mal kurz gucken, wo Freund... Na, ja, steht da. Können wir dran vorbeikriechen? Guck mal, er geht. Das ist gut. Ja. Lass mal erstmal gerade ausgehen. Haben wir letztes Mal nicht eigentlich im Spiel geredet? Weiß es gerade nicht. Ich sehe gerade unten so ein Mikrofon-Ding. Ja, das dachte ich mir gerade. Ah, mit auch. Mit V ist Mikro. Jetzt sollten wir im Spiel reden. Ich weiß nicht, ob die Monster das denn hören. Also Geräusche nehmen die, glaube ich, wahr, weil der eine hat mich erst gesehen, als ich gerannt bin. Ja, vielleicht sollten wir dann doch im Spiel reden. Ich glaube, das wäre praktischer. Hast du es eingestellt alles? Muss mal kurz gucken. Ja, okay. Gott, sieht so gruselig aus in dem Leuchten. Nein, nein, nein. Das kann man nicht hier einstellen. Drück mal F, probier das mal aus. Oh, warte, nicht hier. F ist Taschenlampe. V meine ich, nicht F. Hallo, Ich glaube, ich höre dich nicht nochmal. Hallo, wie geht's denn so? Ah, doch. Boah, ist das leise. Kann ich das lauter stellen? Das ist jetzt eine gute Frage.
Lautstärke hochstellen. Ich glaube, das bringt wahrscheinlich. Sprachchat ist bei mir schon komplett hoch. Ja, bei mir auch. Wie hörst du mich? Hallo? Oh ja. Ist. Ja, ist so mittellaut. Also etwas zwischen leise und laut. Okay. Wir können ja mal gucken, ob das geht. Dann ja. Reden wir erstmal im Spiel. Ich hoffe, die Monster bringen uns nicht dafür um. So, Lennart. Bestimmt nicht. Ich hab Angst. Ey, du bist so leise in dem Spiel. Okay, Lennart, ich glaub, das geht nicht. Du bist super leise für mich. Oh mein Gott. Das ist gar nicht gut. Wir müssen uns die Ton gleich umstellen. Nein! Ja, ich laufe in jedem Jumpscare rein, ne? Schon wieder in das dumme Tentakelmonster. Also in das mit dem Rücken. Oh, oh Mann. Ich versuche zu dir zu kommen im Kriechen. Also die reagieren auf schnelle Bewegungen, glaube ich. Oh. Also ich glaube, wir sollten vielleicht gleich, wenn wir während der Runde jetzt noch im Spiel, nicht im Spiel reden, sondern so, weil du bist echt leise für mich. Und ja. Gleich, wenn wir verlieren, dass du einmal reinguckst in die Einstellungen. Als wenn wir verlieren, Anna. Wir sind doch voll die Ich geh schon. Ich geh schon mal anfang an aus, dass wir verlieren, Lennart, ich werde sterben. Nein, Anna. Du schaffst das. Ich weiß es genau. Ich habe eine Vase in sein Gesicht geworfen. Das verschafft eine Sekunde, aber ja. Es hat mir jetzt etwas gebracht. Na, er kommt wieder. Hä? Warte mal. Er weiß nicht, ob er kommen soll oder nicht. Er steht da und ist ausgerastet. Kannst du zu mir kriechen? Oder ja. Wie weit bist du weggelaufen? Ja, ich krieg schon eigentlich die ganze Zeit zu dir. Es dauert halt nur. Es ist nicht gerade das Schnelle. Wo kann man schnell kriegen? Oh, es ist so dunkel im Spiel. Ich sehe nicht, ob er da ist. Ah, da. Komm, geh weg. Niemand will dich sehen. Kusch. Weißt du, das Viech könnte mich ja auch einfach zu dir tragen. Das wäre mal echt praktisch. Das wäre echt nett von ihm, oder? Vielleicht macht er das ja eines Tages. Hallo, Ratten. Dreh dich doch nicht um. Der kommt wieder her. Oh mein Gott, der ist durch die geschlossene Tür gegangen. Was ist ein Hacker? Das ist ein Geist, Mann. Steht er noch da? Ja, er geht sogar ein bisschen. Bin hinter ihm. Diese Dunkelheit, die ist furchtbar, ne? Ja, genau. Und ich kann nicht durch das geschlossene Tor. Was ist das denn? Ich wollte dieselben Rechte haben. Du hast keine Rechte, Lena. Das haben wir schon lange festgestellt. Ach, Mann. Wo in der Welt, wo ist der hin? Ich glaube, der ist in einem dunklen Raum da hinten, wo wir eben standen. Das kann möglich sein. Ich habe auf jeden Fall Angst, mich zu bewegen. Wie du aussiehst, wie so ein Kind, was krabbeln lernt. Das ist super. Mama, hilf mir. Er kommt her, oder? Ach, was denn, steht da? Wenn ich ihn jetzt anleuchte, glaubt der, rastet denn aus? Bestimmt nicht. Ist nicht ausgerastet. Das war sehr riskant, das zu tun. Ja. Wie machen wir das? Ich glaube, der verfolgt uns nur ab bis zur einen Hälfte der U-Bahn. Ja, und ich habe Schlüssel gerade gefunden. Das ist gut. Büroschlüssel. Also es ist wahrscheinlich wieder so wie das andere große Monster in der anderen Map. Ich will mich hier an der Seite verstecken, wenn er hier wiederkommt. Lennart, ich habe Schlüssel für den Raum hier. Ich will gar nicht wissen, was das war, glaub mir. Das willst du bestimmt auch nicht. Lennart, wir können hier lang. Warum bist du da oben? Du warst auf der Maschine drauf. Was hast du getan? Oh, da kann man rein. Oh. Pass auf, ich höre die Schritte. Du rennst. Bist du wahnsinnig. Jetzt komm rein hier. Los, ich mach die Tür. Wieso kann ich nicht... Kannst du nicht da durchgehen? Entschuldigung. Kannst du aufmachen? Hä, das ist doch offen. Jetzt. Da ist jemand. Okay, komm rein. War das zu für dich? Ja, für mich war es zu. Gesehen, wie du da gegen eine unsichtbare Wand gelaufen bist, sah das aus. Ich finde die Map viel schlimmer als die anderen bisher. Oh,
Ach, weiß ich nicht. Oh, ein Versteckschrank. Cool. Ja, Gott sei Dank. Ist da was zum Lesen wieder? Ja, man kann auf den Tisch, das beruhigt. Warum krabbelst du auf alles rauf? Weil mich das beruhigt. Boah, das fühlt sich sehr sicher an, dieser Raum. Hier hat man Kontrolle, hier hat man... Ich habe nur 5 bekommen. Okay, das ist fair. Hauptsache, diese Pause im Reden. Diese Täuschung einfach. Ja, ist auch... Office. Hattest du keine Schlüssel zum Office? Nur für Büro, ja. Ist das Office? Oh, warte. Nee, ist hier nicht. Das war aus Versehen. Ja, ich kann es nicht aufmachen. Ich konnte nur einen Schlüssel benutzen für das vordere. Oh. Oh mein Gott, man kann Schränke durchsuchen. Oh, nur 5 Dollar, verdammt. Dass man immer nur 5 bekommt, ist enttäuschend. Wieso kann ich das eigentlich nicht aufmachen? Ich habe doch den Schlüssel. Oh, ich habe einen Schlüssel. Oh. Abwasserschlüssel habe ich. Das ist ja ekelhaft, ey. Wo der schon gewesen ist. Okay, er ist noch nicht wieder zurück. Mal. Müssen wir nicht auch dahin, wo er war? Kann man noch Schränke durchsuchen? Schon mal nicht zum. Hilf mir! Ich bin tot. Nein! Ich wollte in den Schrank laufen, es ging nicht. Das Einzige, was ich gemacht habe, war mein Licht anzuschalten und er stand da und schreit mich an. Oh. Das war nicht gut. Ach, verdammt nochmal. Verdammt, und wir hatten gerade gut an Schlüssel. Oh, nee. Warte, jetzt lass uns zum Menü gehen wegen gucken einmal. Ja. Mit dem Sound. Oh, verdammt, ey. Verdammt sie. Ist dein Sprachchat ganz hochgestellt? So. Der Sprachchat ist ganz hoch. Wieso bist du denn so leise bei mir? Ich kann halt nur Lautstärke noch hochdrehen, also die allgemeine. Ja, aber das sollte ja nichts dran ändern. Ja, richtig. Versuch du mal die Lobby aufzumachen. Weil letztes Mal, die letzten Maps ging's ja, aber ich glaube, wir haben in-game geredet. Oder? Ich meine, dass wir in-game geredet hatten. Ja. Dieses ekelhafte Viech vom Menü ist das, was uns eben umgebracht hat. Ja, sehr oft. Was ein Penner. Mein Gott, Alter. Wieso hat der... Oh Gott. Fast falsche Leute eingeladen, das ist ja schlimm. Willst du mit jemandem anders spielen, gib's doch einfach zu, wenn das so ist. Was soll denn das? Nee, es haben doch 4 andere Leute das Spiel, Alter. Ich hätte dich fast einen Falschen eingeladen. Oh Gott. Das wäre aber ungünstig. Ich glaube, bei mir hat niemand das Spiel außer du. Glaube ich zumindest. Kann ich es irgendwo sehen? Oder Freunde einladen. Werden da nicht alle angezeigt? Bei mir stehen da alle. Bei mir werden nur die angezeigt. Bei mir werden nur 5 Stück angezeigt mit dir. Ja, ich habe 15 Seiten, die ich durchklicken kann. Naja, egal. Naja, du bist schwierig, perfekt. Ich bin bereit. Mann. Ich nicht. Du bist nie bereit. Ich weiß. Verständlich. Ich hoffe mal, es ist lauter jetzt. Es war wirklich leise. Hast du mich denn laut gehört oder war ich auch leise? Ich weiß nicht, wie leise ich bei dir war, aber es... Keine Ahnung, es kam auf die Entfernung halt an. Also eben standst du ja direkt neben mir und das war halt leise, das war mein Problem. Wenn du weit weg bist, wär's ja nicht schlimm. Können wir mal testen. Okay, warte mal. Hallo, hallo? Hallo? Ich höre gar nichts. Nochmal. Hallo? Hallo? Ah, warte. Es ist verzögert auf jeden Fall und halt leise. Es kam jetzt erst das letzte Hallo an. Hallo? Hallo? Es kommt noch nicht. Hallo? Hallo? Jetzt kam das. Okay, was ist das für eine Verzögerung? Sinn. Ja, lass uns lieber im Discord reden. Was ist das denn? Perfekt. Ach, wenn die Monster auf Geräusche reagieren, dann betrügen wir jetzt einfach, weißt du? Was? Warum ist das hier auch? Hast du Wusch? Gerade eben habe ich Wusch. Du musst an die Ecke gehen. Ah, ja. Der Wuschmann. Steht der auch irgendwo Wusch? Nee, steht Tito. Tito ist es, Mann. Tito und Wusch. Okay, wuschen. Okay.
Das heißt, wir halten uns links und gucken mal, ob wir da weiterkommen. Ja. Weil in die U-Bahn selbst, das war grausam. Und da sind Jumpscares. Falls wir einen Schlüssel finden, ne? Obwohl, warte mal, ich habe den hier gefunden. Hier ist er auch wieder. Ich hab ihn. Wir haben Weg. Ist offen? Ja, voll. Ach, für dich auch. Gleich doch... Musst du da nicht gleich der andere kommen? Ich will nicht, dass er wiederkommt. Der macht mir Angst. Was ist das denn? Können wir ehrlich in den Schrank gehen? Hä? Ja. Ich hab einen Gegenstand. Figurina della Vita. Alles klar. Was ist das denn? Das ist... Oh, warte. Guck mal. Wir kehren zum Abgrund zurück. Die letzte Aufgabe ist, ordnen Sie die Figuren an. Oh. Wahrscheinlich von dem Hacken. Ich denke mal, Hacken wird das Einfachere sein, weil wir hatten da schon zwei Sachen zu gefunden. Aber beim ersten Durchlauf und jetzt? In den Schränken ist wieder nichts. Ist da hier noch was? Nee. Ich habe Angst, da lang zu gehen. Ich traue dem Mann nicht. Der bringt mich nur gleich wieder um. Oh, du musst ja nicht aus. Ja. Dann gehen wir erstmal wieder zurück. Gehen wir in den Safe-Raum. Hier kommt er nicht rein. Ich bleib hier in der Ecke. Glaubst du, ihm hat uns beide da drum gebracht? Ja, weil er uns auf dem Flur, einen von uns auf dem Flur gesehen hat. Ja, ich habe die Lampe angemacht, das war ein Problem. Aber es ist so dunkel überall, oder? Ja. Geht mal echt Strom. Ich sehe ihn noch nicht. Kann. Warum kommt er denn nicht her, der Mann? Das ist ja auch Office, ne? Aber das können wir nicht auf. Ich sehe ihn gerade nicht, Lennart. Okay. Hier müsste auf jeden Fall der zweite Schlüssel sein. Oh, ist das, was ist das denn? Ich habe eine Sicherung. Nice, sehr gut. Also dafür ist der zweite, ne? Dafür ist der Abwasserschlüssel nicht mehr da. Ach, also schade. Ich hab eine Statue und eine Sicherung. Okay. Dann haben wir von beidem eine Sache. Und wir müssen aber weiter in seinem Flur gehen. Warte, ich habe Schritte gehört. Okay. Das gefällt mir nicht. Vielleicht sollte mal einer von uns vorgehen. Weißt du, wenn einer stirbt, kann der andere helfen. Stimmt, ich habe die Items, ich gehe vor. Ist gut, oder? Weiß nicht, besser, wenn ich vorgehe, wenn du die Items hast. Ach, du machst das. Esther, mach dich zu. Oh Gott, oh Gott. Sei vorsichtig. Ich geh wieder in den Office-Raum. Ich meine, kommt er hier gleich rein? Ist ziemlich nah. Er ist hier reingekommen, Lennart. Er ist zu meiner Tür gegangen, hat sie aufgemacht und hat sie zugemacht. Ich sag es noch und trink einen Schluck. Hock da und er schreit mich an. Tja. Er steht gerade in meinem Raum. Ich dachte nicht, dass er hier reinkommt. Ich bin in Sicherheit. Sei unbesorgt. sei doch ehrlich, du hast das nur gemacht, weil du wusstest, dass passiert. Vielleicht habe ich spekuliert. Hey, warte, er kommt in deine Richtung, Lennart. Ich bin aber sicher im Schrank. Sollte mich nicht finden. Ich glaube, er geht aber wieder zurück. Er hat die Tür zugemacht. Der macht auch die Tür zu, damit ich nichts sehen kann. Das ist sehr asozial. Scheiße. Er tritt die Tür und schreit mich an und tötet mich. Was ist denn das für ein Akro-Heini? Geh mal aus meinem Schrank. Ich glaube, ich höre ihn auch nicht mehr. Entweder steht er da oder ist weggegangen. Jawohl, ein zweiter Schatz. Ich habe 10 Dollar. Oho, du hast 10. Frechheit, ey. Gib mir dein Geld. Hier rein. Schnell. Wo bist du? Da. Ich bin hier. Wirklich dich. Entschuldigung. Was ist das für ein Geräusch? Perfekt. Ach, du bist das. Das ist das Verarzten. Oh Gott. Wie machen das? Kann man eigentlich hier reingehen in diese komischen Arme oder sterbe ich, wenn ich da reingehe? Bei dem einen konnte ich nicht rein. Ja, wie die Löcher, weißt du? Ich sehe ihn nicht. Ich weiß nicht, in welche Tür reingegangen ist. Er ist hier. Oh. Geh da bloß raus. Geh gerade raus. Oh mein Gott, er schreit. Er hat einfach uns gesehen. Ja. Oh mein Gott, ich kann hier aufmachen. Wen hat er gesehen? Mich oder dich? Weiß ich nicht.
Hat er gerade eine Tür aufgetreten? Ich bin... Oh nein, ich bin hier. Ich bin jetzt tiefer in der U-Bahn, da wo ich einmal gestorben bin, komplett. Warum rennst du eigentlich immer zur U-Bahn, jedes Mal? Nee, ich hab die eine Tür, die zu war, wo wir nicht rein konnten, die habe ich aufgebrochen. Da war das Brett jetzt weg. Ach so, da können wir rumlaufen, also, ne? Ja, jetzt können wir einmal im Kreis laufen, das ist richtig. Aber hier bei mir ist auch gerade einer, deswegen muss hier in meiner versteckten Box bleiben, die direkt hier. Ja, bleib bloß sicher. Der erste geht weg. Der geht wieder in den Flur oder in den Raum. Ich glaube, in den Flur ist er gegangen. Oh mein Gott, nein! Nein! Wie er da gekämpft hat, na wirklich. Was bist du? Bin halt beim nächsten Schacht. Vielleicht kann ich zu dir gehen. Okay, mein Typ geht wieder seine Runde und ich krieche zu dir. Mal wieder. Ey, wie er an meiner Box gekämpft hat, Alter. Das war ja richtig gruselig. Oh mein Gott, ich hab die Tür gehört. Warum kämpft der denn da? Was ist denn das? Ah, ich hab den Schrank aufgemacht. Ich war die Tür. Ich hab Computerplatinen gefunden. Ich glaube, wir machen das Hacken, oder? Und ich hab eine Figur gefunden. Verdammt. Du kannst meinen Raum nicht rein. Lern, geh mal in den anderen Raum. Ne, ich hab die zugemacht, ne? Verdammt, warte. Oh, ich hab was gemacht. Ach, was hast du gemacht? Ich hab einen Router. Ja, du hast. Warte, bist du. Warte mal. Oh, ein Schatz. Ja, warte, ich bin im. Hier kann man das nicht aufmachen. Ach, da! Ja. Du bist in den Subway Room. Ja, da war so ein. Da war sowas zum Durchkriechen. Ich glaube, hier ist man auch gerade sicher drin. Außer wenn ich's aufmache. Bist du von diesem Office-Raum hier rein, aber? Ja, ich lass dich da rein. Und den Raum lassen wir zu, ja, dann können wir da in Sicherheit rennen. Ist da jemand bei dir? Ich höre atmen. Nee. Was heißt nee? Der war nicht was da eben. Denn? Was nee, das denn? Der Typ war genau auf dir. Wieso war der auf mir? Nee, der da ist da. Gar keiner. Ich höre atmen und jemand schlägt die Tür auf. Aber der war da wirklich nicht. Das war nicht gelogen. Dann bist du blind. Was war das denn? Nee, ich bin die ganze Zeit alleine im Flur gekrochen. Ist der bei dir? Tritt die Tür auf, während du sagst nein. Der war nicht bei mir. Ja, wie willst du das erzählen, ey? Ey. Was soll ich das wissen? Der war aus nichts da. Ich hab mich sogar einmal im Kreis gedreht und auf einmal bricht er die Tür auf vor meinen Augen. Ach, verdammt nochmal. Wir wurden beide betrogen. Ich glaube, ich wurde mehr betrogen als du. Was war das denn? Ey, der hat mich auch getäuscht. Ich war so sicher, also. Denn du. Ja, ich war auch sicher. Ich war mir sicher, dass er entweder auf Patrouille woanders war. Und der andere ist ja in seinem Gebiet geblieben, der mich gedownt hat. Oh mein Gott. Nein. Oh mein Gott, ja. Wieso? Perfekt. Alles gut. Nicht gut? Gut? Oh. Gut. Du kannst dich nicht entscheiden. Ja. Ja, der kann sich nicht entscheiden. Wieso bist du an mir vorbeigelaufen? Ja. Ach, er rennt. Alles. Glaube ich. Ich weiß nicht, Lennart, er ist noch da. Nein, weil er mich verfolgt, glaube ich, denke ich. Nee, er geht entspannt gerade, er geht entspannt. Das ist... Ich saß, glaube ich, gerade genau neben ihm, in der Dunkelheit. Verdammt, ich habe keine Schlüssel zum Office, das ist schlecht. Oh nein, das heißt, wenn er kommt, bringt er mich wieder in die U-Bahn. Du und diese U-Bahn, das kann doch nicht wahr sein. Oh mein Gott, er ist genau da um die Ecke gekommen, ich hasse meine Welt. Er hat nur geschrien, oder? Nein! Renn in die U-Bahn. Renn auch in eine Kiste oder so. Kriegst du das hin? Ja, ich muss erstmal eine Kiste wieder. Ah, du bist. Lern, ich glaube, wir müssen eine Schwierigkeitsstrahl runterdrehen. Das ist ja furchtbar. Das klappt also, so nicht. Also, man kann. Ja, dann wird so oder so nach einer Zeit eingeholt. Und ja, hier die, sind. Weil die Monster schneller sind. Das ist ja in dem gerade so. Ja. Das könnten wir vielleicht abhauen. Ja, warte mal, ich lebe ja noch. Ich dachte gerade, oh, ist vorbei. Hä? Der hat doch mich verfolgt. Warum ja, tot ich bin die ganze Zeit gehockt gewesen und bin dann auch so gegangen und es hat sich ja angefühlt wie kriechen, weißt du? Erstmal schön das Leben aufgegeben. Ja. Ja. Ich dachte, jetzt ist es vorbei. Oh mein Gott, der Typ. Ja, ich werde mal wieder den Marathon kriechen, ne? Ich habe ja noch nicht genug Sport
getrieben. Ah! Anna, nein! Ah! Anna! Anna! Warte! Ah! Helix! Helix! Ach verdammt, der Stack hinter dir, das schaffst du nicht. Oh bitte. Ich will eine Kiste.